Aquaviva ist ein neuer, spezieller Bereich für Quallen. Hier können unsere Besucher diese außergewöhnlichen Wesen beobachten und wir können sie erforschen, züchten und schützen. Quallen sind Tiere, die zum Plankton gehören. Das heißt, dass sie sich von den Strömen treiben lassen, obwohl sie schwimmen können, und ihr wichtigstes Merkmal ist, dass sie zu 97% aus Wasser bestehen. Wir hoffen, sehr bald weitere Arten, bis zu 17 verschiedene, die wir gerade züchten, ausstellen zu können. Der wichtigste Unterschied bei diesen Quallen ist wahrscheinlich, dass einige Quallenarten andere Quallenarten fressen. Wir müssen also Arten züchten, um die Fleischfresser zu füttern. Nun befinden wir uns vor der letzten Ausstellung von Aquaviva, in der die Umgebung, die am wenigsten pelagisch ist, dargestellt wird. Dies bedeutet, dass Quallen in der Regel in den Wassersäulen unserer Meere und Ozeane leben. Und dieser Ort ist charakteristisch für Mangrovenlagunen mit Riffen, in denen normalerweise Quallen leben, aufgrund der hohen Temperatur und der vielen Nährstoffe, und dies nutzen andere Fische als Zuchtbereich, typische Fische von Riffen oder Mangroven und somit auch Haie, die dort sehr gerne jagen. Sie haben in diesen Bereichen ihre Raubzone und dies ist auch das Ziel von Aquaviva, in denen wir die Nahrungskette von der untersten Stufe, wie planktonische Tiere oder Quallen, bis hin zu den Tieren der obersten Stufe der Nahrungskette, wie große Raubtiere, wie zum Beispiel unsere geliebten Haie, darstellen.